Baden kann jeder, aber richtig Brustschwimmen? An diesem Fittwoch will ich mich richtig steigern, denn ganz ehrlich, meine Technik ist kurz nach dem Seepferdchen stehen geblieben. Schwimmtrainer Christian Stehr zeigt mir, wie Brustschwimmen richtig geht. Christian, wie funktioniert der richtige Beinschlag? Den machen wir, indem wir aus der Steckung kommen. Die Füße stellen sich an, dann werden die Fersen, von den Fersen die beiden Zehen nach außen gedreht und du machst den Schwung, um vorwärts zu kommen. Typischer Fehler wäre die Schere. Die kann einmal dadurch entstehen, dass du entweder den Fuß falsch eindrehst, also nicht beide Füße nach außen, oder deine Hüfte schräg stellst. Da machen wir es mit den Kindern, dass wir erst wie so ein Pinguin am Becken lang gehen, damit die Fußstellung richtig ist. Und für die Beckenbewegung wäre gut, wenn man sich an den Beckenrand legt und da versucht, die richtige Bewegung auszuführen, weil wenn man mit der Hüfte noch auf dem Beckenrand liegt, dann kann man die halt nicht drehen. Also richtige Armzug, kommst du aus der Streckung raus in drei Zügen, stellst du erst die Hände an und gehst nach außen leicht. Wenn du nach außen gegangen bist, stellst du die Hände an, bis auf Höhe der Schultern und versuchst hier die Arme dann wieder schnell nach vorne zu kriegen. Um den Armzug zu verbessern, wäre, dass du die Arme halt abwechselnd machst. Also immer nur einen Arm hast und guckst, ob du den Ellbogen siehst und auch zur Seite guckst und selber kontrollierst, wo der Arm ist. Wie bekommt man jetzt Bein- und Armschlag zusammen? Das ist eine gute Frage, wie man Beine und Arme zusammenbekommt, weil viele machen es falsch und ziehen beides gleichzeitig an und strecken beides gleichzeitig. Das führt aber dazu, dass man nicht wirklich vorwärts kommt. Richtig wäre, dass du erst die Arme anstellst, wie wir das vorhin hatten, und jetzt erst den Beinzug einleitest. Und erst wenn die Arme vorne sind, die Beine hinterherkommen, damit man diese Gleitphase hat. Was muss man bei der Gleitphase beachten? Genau, Gleitphase, du hast die Arme hinten angestellt, bringst die Schwung von nach vorne, der Kopf geht unter Wasser, liegt an den Oberarm an und die Beine kommen halt zeitversetzt und du kommst richtig schön weit vorwärts und nutzt diese Gleitphase auch einen Augenblick aus, bevor du den nächsten Zug startest. Und mit wem magst du mal wieder schwimmen gehen? Markiere sie oder ihn in den Kommentaren.